Schönen guten Abend, Herr Otto, meine Damen und Herren. Ich finde das mal sehr spannend und interessant, hier in dieses Stiftungsgeschehen reinriechen zu dürfen. Und hier wird schon großartige Arbeit geleistet. Und der Sport zieht sich wie ein roter Faden hier durch das Geschehen heute und zeigt, dass er ein äußerst wichtiger Faktor für die Migration ist. Das wird hier immer wieder bewiesen und so wird das auch in diesem Fall, in meinem Fall bewiesen, den ich hier laut datieren darf. Und zwar geht die Laudatio nach Nürtingen in den Stadtteil Neckarhausen oder zumindest heißt der Turnerbund, Turnerbund Neckarhausen e.V. Wir beglückwünschen den Sieger des diesjährigen Stiftungspreises, den Turnerbund Neckarhausen. Meine Damen und Herren, der Turnerbund Neckarhausen hat ein einzigartig breit aufgestelltes Netzwerkprojekt aufgebaut, das von vertiefter Integration geprägt ist. Gemeinsam mit vielen Akteuren und Unterstützern ist es gelungen, Flüchtlinge in und über den Verein zu integrieren, diese zu eigenem Engagement zu motivieren und das Thema im Stadtteil positiv zu besetzen. Das Konzept des Turnerbunds Neckarhausen besteht aus vier Säulen: Integration durch Sport, gesellschaftliche Integration über den Sport hinaus, Nachhaltigkeit und Netzwerkerweiterung, sowie die Vertiefung des Integrationserfolgs durch Eigenengagement der Flüchtlinge. Maßgebliches Ziel ist zunächst die sportliche Einbindung der Flüchtlinge, um sie in die Vereine und auch in den Stadtteil zu integrieren. Zunächst wurde im Rahmen des jährlich stattfindenden Vereinssportfestes gemeinsam mit einem öffentlichen Unternehmer ein Fußballspiel organisiert, bei dem gemischte Teams aus Vereinsmitgliedern, Unternehmen und Flüchtlingen miteinander spielten. Die Sportausstattung wurde von den mitspielenden Unternehmern als Paten gestiftet und der Oberbürgermeister übernahm die Schirmherrschaft. So erhielten die Flüchtlinge gleich zu Beginn Gesicht und Namen im Verein und im Ort. Diese Maßnahme wurde nachhaltig erweitert, indem Kooperationen mit Flüchtlingsinitiativen aus den Nachbarorten eingegangen wurden und somit inzwischen nicht nur ein Vereinssportfest, sondern ein Fest der Begegnung gefeiert wird. Ermutigt werden die Flüchtlinge zudem, sich über den Sport hinaus zu engagieren, so beispielsweise bei der Organisation lokaler Events. Eine Besonderheit ist die Schaffung der Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr im Sport. Damit war der Turnerbund Neckarhausen 2015 der erste Verein in Baden-Württemberg, der eine solche Stelle geschaffen und mit einem syrischen Flüchtling besetzt hat. Firas Abu Kreisch bildet durch die im Verein und in den Seminaren erlernten Fähigkeiten eine Schnittstelle zu Kindergärten und Schulen. Mittlerweile gestaltet Abu Kreisch verschiedene Sportangebote in den Kindergärten und leitet eine Fußball-AG an den Realschulen. Im Rahmen der Sozialarbeit kümmert er sich auch um Flüchtlingskinder der Deutschvorbereitungsklassen. Er ist ein wichtiger Unterstützer der Integrationsarbeit und ist aktiv an Aktionen beteiligt, um die Flüchtlinge in die Gemeinschaft einzubinden. Erfreulicherweise wird das Freiwillige Soziale Jahr im Bereich Sport auch 2016 mit einem somalischen Flüchtling fortgesetzt und sogar um eine Stelle im Bereich Sport und Schule ergänzt. Die Arbeit des Turnerbund Neckarhausen ist vorbildlich und nachhaltig. Durch die verschiedenen Maßnahmen haben sich die Flüchtlinge an einen festen Tagesablauf gewöhnt, womit ihr Alltag eine Struktur erhalten hat und die Flüchtlinge haben somit Ziele und Vorbilder. Beispielhaft ist die Einbindung der Flüchtlinge über ein freiwilliges soziales Jahr im Sport. Meine Damen und Herren, wir beglückwünschen den Turnerbund Neckarhausen.
Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich zu mir bitten, nach vorne, den Herrn Oberbürgermeister Heirich und Herrn Steffen Erb, Mitglied des Vorstandes, und Herrn Mohammed Ahmed Hasan. Ja, da gratuliere ich allen dreien ganz herzlich. Sie haben mit Ihrer neuen FSJ-Stelle wirklich Pionierarbeit geleistet. Das war bestimmt kein Kinderspiel, diese Stelle einzurichten. Da haben Sie recht, aber wir sind ein Sportverein, ein ehrenamtlich geführter Sportverein. Und als solcher ist man ja schon immer Meister im Improvisieren. Und das passt jetzt nicht so gut mit der Verwaltung zusammen, das Improvisieren. Aber jetzt mal im Ernst, es war wirklich so, dass wir ganz klasse Unterstützung bekommen haben seitens Landessportverband, seitens der Stadt, Ausländerbehörde, Bundesamt, Finanzamt, aber auch eine Steuernummer für Flüchtlinge. Das war auch für uns alles Neuland und wir hatten noch nie eine freiwillige soziale Jahrstelle bei uns im Verein. Und das war dann für uns doppeltes Neuland, weil wir natürlich die erste Stelle gleich mit einem Flüchtling besetzt haben. Eigentlich wollte ich auch den Herrn Abu Greisch mitbringen heute. Der hat mir abgesagt und hat gesagt, Steffen, es tut ihm leid, er muss lernen. Er lernt nämlich jetzt auf die B2-Prüfung und möchte danach das Studium beginnen. Er hat jetzt während seines FSJ, hat er bei uns die B1-Prüfung, an der Volkshochschule haben wir ihn angemeldet gehabt und jetzt ist er soweit, dass er dann vielleicht sogar jetzt studieren kann. Und erst seit 1. September ist er jetzt unser neuer Freiwilliger im sozialen Jahr. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank, wir sind sehr überrascht und glücklich. Ja, das. Man muss feststellen, dass nicht nur Sie Organisationstalente sein müssen, sondern eben auch alle Beteiligten. Da muss sehr, sehr viel Eigeninitiative aufgebracht werden, um solche Dinge auf die Beine zu stellen. Das können Sie sicherlich bestätigen. Ja, ich glaube, das ist eine Stärke unserer Stadt überhaupt. Wir sind vor vielen Jahren schon von der Bertelsmann Stiftung als bürgerschaftlich engagierte Stadt ausgezeichnet worden und in vielen anderen Gremien auch vertreten. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, wenn jeder Zweite in unserer Stadt sich ehrenamtlich betätigt. Und ein herausragendes Beispiel ist die ZTB Neckarhausen, die sich wirklich in vorbildlicher Weise für die Integration von Flüchtlingen stark gemacht haben und eigentlich meine Auffassung voll bestätigt haben, dass es nichts Besseres gibt für die Integration als den Sport. Und du fühlst dich wohl in Neckarhausen? Ja, ich wohne in Neckarhausen. Ich bin neue Person. Ich helfe mit Kindergarten oder Turnhalle oder so. Ich lehre in Schule. Du lernst noch Deutsch, da bin ich sicher. Du hast jetzt das Jahr noch vor dir, dann, wenn das Jahr um ist, kannst du perfekt Deutsch. So, jetzt kommen die verdienten Preise, Auszeichnungen.